Runic. Und extrem schnelle Ladescreens. Es war eventuell ein Fehler, dieses Spiel auf die SSD zu verschieben. Aber okay. Ich hoffe, es läuft. Auch wenn die kleinen Schmetterlinge da oben so ein bisschen. Das ist überhaupt Schmetterlinge, ich weiß es nicht. Die fliegenden Dinger da auf jeden Fall. Die wirken so ein bisschen zu schnell. Ein kleines bisschen. So, bevor ich jetzt irgendwas machen muss, ich mal raustappen und gucken. Ach so, das Spiel entscheidet sich also jetzt auf einmal, seine Sound-Settings zu behalten. Die letzten 3-4 Starts hat es immer wieder auf 100% zurückgesetzt. Interessant. Gut. Will ich noch irgendwas machen? Ich muss noch kurz die Szene in OBS von Desktop auf Default stellen. Jetzt habe ich schon reingetappt und der Bildschirm wird dunkler, was irgendwie vollkommen merkwürdig ist. Egal. So, Schwarzbild, weil ich wieder die Szene wechsle. Und OBS halt leider ein bisschen behindert ist, was Game-Szenenladen angeht. Ich weiß nicht, warum es das macht, aber es macht es auf jeden Fall. Gut, was passiert hier gerade eigentlich? Uni möchte eigentlich mal wieder ein neues Spiel anfangen und das heißt neu. So neu ist es auch nicht. Ich habe schon mal angespielt letztes Jahr, kurz bevor ich aufgehört habe zu streamen. Hat einen faden Beigeschmack, weil der Chat, der währenddessen war, mir nicht so gefallen hat, weil da ein bisschen zu sehr Uni-Bashing betrieben worden ist und nicht mal zu Recht. Also in gewisser Weise zu Recht, ja, aber manche Sachen auch nicht. Also manche Sachen waren okay, manche Sachen waren nicht okay. Und danach habe ich noch WarioWare gestreamt den einen Abend und dann war finito. Gut, auf jeden Fall hopp. Irgendwie so ein Game von Runic Games offenbar, wenn ich mich nicht irre. Das müssten auch die Macher von Torchlight sein. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre. Und ja, das Spiel war damals eigentlich relativ nett, wo ich es angefangen hatte. Hab's dann halt nicht weitergespielt, weil die angespielt Aufnahme, die wollte ich jetzt irgendwie dann ein Jahr später auch nicht freigeben, weil ich prinzipiell will ich es natürlich halten, den Stream oder die Aufnahmen. Also nicht so Friede, Freude, Eierkuchen eigentlich. Aber so ein paar Sachen, die will ich dann doch versuchen, möglichst zu umgehen. So ein paar Sachen, wo ich unnötig angepisst bin, teilweise. Ist ja auch nicht schön und gut und so weiter. Ja, dementsprechend haben wir jetzt mittlerweile den 7.8. knapp 11 Monate später. Und wieso ist das Bild so dunkel geworden? Und ich versuche mich einfach nochmal an Hop. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Ich. Optionen, das kann ich ja nicht machen. Spiel. Will ich Sprache auf Deutsch haben? Ich weiß es nicht. Wird hier viel gesprochen? Ich lasse es erstmal auf Deutsch. Aber mal schauen. Je nachdem, wie sehr mir die deutschen Sätze auf den Sack gehen werden. So, dann Schwierigkeitsgrad schwer ist standardmäßig. Es gibt noch sehr schwer. Man wird jetzt den Schuh so ein bisschen knacken hören, aber ich muss ihn mal anders hinsetzen, ja. Ja, wieder. Direkt zu Anfang der Aufnahme. Und meine Brille muss ich auch nochmal kurz anders hinsetzen. Ah, oh Gott, ich habe seit ein paar Tagen neue Earpads auf meinen Kopfhörern, weil die alten mittlerweile Füllung verloren haben. Und das war ein bisschen nervig. Die neuen sind halt ein bisschen sehr neu. Third Party auch noch dazu. Aber es gab keine von Sennheiser selber mehr. Von daher. Die sind ein bisschen sehr stark gefüllt mit Füllung, finde ich. Wahrscheinlich waren die damals aber auch schon so. Die Original-Kopfhörer-Pads. Aber gut, ja, schwer, sehr schwer. Prinzipiell bin ich ja ein Fan von sehr schweren Spielen. Problem ist, ich weiß nicht, wie das sich in diesem Spiel verhält. Wenn es einfach nur der Damage ist, den ich austeile oder den ich einstecken muss, dann ist es halt wieder lame. Wenn es wiederum andere Movesets sind oder Movesets früher oder längere Movesets, also sprich KI-Anpassung, dann ist es ganz nett. Ich lasse erstmal auf sehr schwer jetzt und wenn es mir zu blöd wird, dann stelle ich halt runter auf schwer. Also normal, nee, danke. ja, Blut ein, Tutorial-Tipps ein, Interaktionssymbole. Das Menü laggt irgendwie trotz der 120 Frames. Kamera wackeln kann auch eingestellt bleiben, Hintergrund pausiert ein, anwenden. So, Video ist glaube ich nur Gamma. Also jetzt auf einmal, okay. Dunkelheit ist offenbar gewollt. Sound, Musiklautstärke ein bisschen leiser. Ja. Ich hoffe, die Sound-Settings passen so. Ich habe es auf 6% im Windows runtergedreht und die Musiklautstärke ein bisschen leiser als die SFX-Sounds. Es sollte eigentlich passen.
Hilfe. Ja, danke, ich bin Controller. gut, neues Spiel. Hallo? Mr. Robot. Wieso waren wir eingesperrt und warum werden wir von einem Roboter befreit? Diese Fragen gilt es zu lösen. Ey, ich sehe jetzt, dass da irgendwie so ein riesiger Turm im Hintergrund ist. Hallo, komischer. What the fuck bist du? Okay, Tiere, die irgendwie nur so ein, nur zwei Beine haben, darauf laufen. Und keine Ärmchen, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay, ich kann nicht zurücklaufen in die Kammer. Kann ich Kamera? Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Ich weiß nicht, ist der Sound so okay für mich? Er ist definitiv ein bisschen lauter als noch bei Dingens. Habe ich gerade Frame Drops gemerkt? Da merke ich hier gerade echt Lags mit 200 plus FPS. Eventuell soll ich das mal kurz unterbinden. Moment. Das wird jetzt kurz laut sein wahrscheinlich. Ich muss mal kurz Riva, Tuner, Statistik, Server. Ich muss mal kurz meine Frames auf 144 bzw. 143 beschränken. So, Global 143 passt. So. Muss ja nicht unnötig mehr Frames rausgeben, als was der Monitor überhaupt kann. Manche würden jetzt anderes sagen, aber ja. 143 ist okay. Und zieht theoretisch auch mit Borderless Window G-Sync. Deswegen hat es wahrscheinlich so komisch geleckt. Allgemein die Vorschau auf dem linken Monitor, die leckt sowieso so ein bisschen, fällt mir auf. Aber egal. Ich denke einfach mal, das wird jetzt nicht großartig stören oder eine Aufnahme auffallen. Habe ich den linken Monitor auf. Ne, der ist auf 120 Hertz gesetzt. Leckt er deswegen vielleicht so ein bisschen? Ach, keine Ahnung. Ich werde es nachher in der Aufnahme sehen. So, du kleines Ding, I don't care. Ja, wie komme ich jetzt, dass ich noch aufnehme? Wir haben schon wieder 11 Uhr, also eigentlich viel zu spät zum Aufnehmen, aber. Ich wollte jetzt heute Abend auch nicht nur noch rumgammeln wie den ganzen Tag. Wobei ich habe, na, ich habe 2 Stunden Genshin aufgenommen ungefähr. Etwas mehr als 2 Stunden. Und bin da wieder weitestgehend durch mit. Ich mache das schon wie das letzte Mal. Letztes Mal bin ich auch hier blöd durch die Gegend gerannt. Und weiß ganz genau, dass ich nichts finden werde. Oder? Ich habe X gedrückt. Gut. Kann ich gedrückt halten, um irgendwas hier zu machen? Nö. Aber ich meine, dass ich damals irgendwas hier in der Ecke schon gemacht habe. Bin ich mir fast sicher. Da war ich definitiv auch. Ich hätte auch meinen Save vom letzten Mal weiterspielen können einfach, aber ja, es waren nur 45 Minuten oder so. Und wie gesagt, die letzte Aufnahme aus dem Stream, die war jetzt nicht so die prallste. Also hier ist der Anfang. Und dementsprechend einfach ein Restart. Ich denke mal, das würde ich auch mit Ukulele machen. Wobei Ukulele war sogar noch einigermaßen gut, weil das war noch vorher. Vor diesen Aufnahmen. Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade. Oh nee, sei bitte gleich nicht wieder so dumm wie damals. Wenn es hier ins Rätsel geht. Ich bitte dich. Schalt den Uni hier ein. Ja gut, das ist ein Handabdruck à la Pokémon-Kampf-Type. Ja, das Rumlaufen hier bringt mir jetzt, glaube ich, gerade nicht viel, weil ich soll zu dir. Ja. Also, das ist ein Reset-Point. Ah. Also, ich hoffe, der Sound passt übrigens. Also, ich nutze meine ganz normalen Settings wie sonst auch. Gut, das Spiel habe ich jetzt auf 6% runter. Das ist auch so ungefähr da, wo sonst Spiele sind. So 6 bis 8%. Manchmal auch 10 oder 12. Sagen wir so allgemein, alles von 2 bis 12% ist okay, je nachdem welches Spiel. Ja, böses lila Zeugs, ich erinnere mich. Sollte ich nicht anfassen. Ich erinnere mich gerade, oh nein. Oh no. Ich weiß doch nicht, was da noch passiert. Solange du da irgendwie geskriptet bist und mir den Weg frei machst, setze ich die Kopfhörer nochmal irgendwie anders hin.
Eieiei, die sitzt aber echt eng jetzt. Ich habe schon überlegt, ob ich die alten einfach so ein bisschen ausstopfe mit ein bisschen Watte und wieder zuklebe von innen. Das ist halt wirklich, das Kunstleder ist vom Rest abgetrennt. Ich brauche gar nicht mich umgucken, weil ich komme hier gleich eh nochmal überall lang. Am besten laufe ich ihm einfach erstmal hinterher und mache das, was ich machen soll. Bis ich dann mal meine erste Waffe bekomme. War das jetzt ein Spoiler? Keine Ahnung. Man sollte davon ausgehen, dass ich eine Waffe bekomme. Ich meine, ich weiß es jetzt, aber wie gesagt, mehr als bis zur Waffe, weil habe ich auch nicht gespielt damals, glaube ich. Hier war das Rätsel. Oder? Ja. Oder auch nicht. Okay. Schaffe ich den Sprung? Tatsache. Ich wollte aber gerade, das spielt sich echt extrem nett. Eventuell ist Cell dann doch ein relativ nettes Spiel sogar. Es hat ja die gleiche Optik eigentlich. Diese Draufsicht. Hättest du mich nicht einfach hochwerfen können? Wenn du nicht, also du kannst selber dich hier hochziehen. Hättest du nicht mich einfach dann hochwerfen können? So gesehen. Okay. Ja, Dude. Was ist hier? Ist gar nichts. Gut. Hallo. Sind wir überhaupt ein Vieh? Eine Art Roboter? Wahrscheinlich. Was ist das für ein Vieh? Sieht schon wieder so abgemagert aus. Warum gibt es davon nur eins? So viele Fragen. Komische Pflanze hat meinen Arm angesabbert und jetzt wachsen mir komische grüne, die grüne, lila Giftsachen. Und er schlägt mir die fucking Hand ab. Aua! Patrick Blank, Ocelox, John Dunbar, Ben Evans, Mike Fisher, Alan Fong. Schlägt er mir einfach die Hand ab und lässt die da liegen? Bo-Chun-Hu, Jason Lamb, Matt Lefferts. Ich meine, der wird mich wahrscheinlich gerettet haben, aber trotzdem. Marsh Leffler, Rick Leslie, Jerry Miller und das geht so schnell. Und das Spiel ist abgestürzt. Curse of Sop has crashed. Was mit Crash Report? Cancel. Ich hab ein Déjà-vu. War das nicht damals sogar schon genauso? Ja, Runic. So, gut. Ich spawne wieder hier. Achso, und meine Capture ist auch kaputt. What the fuck? Ist mein OBS jetzt schon wieder kaputt? Hey, komm. Szene kurz ausblenden, Szene wieder einblenden. Das Spiel reintappen. Hilft das irgendwas? Irgendwie nicht, oder? Nö. Jetzt hat das Spiel gar nicht erkannt. What the hell? Kann ich denn zumindest... Ich habe nur eine Szene vorbereitet, wo das Spiel direkt drin ist. Erkennt er das denn wenigstens? Oder erkennt er die ganze Echse jetzt nicht mehr? Er kennt die ganze Echse nicht mehr. Okay. Gut. Dann der Game Capture. Dann einmal Alt+F4 bitte bei dem Spiel. Und noch bei den Launcher starten. Es kommt mir echt bekannt vor. Echt so ein kleines Serie. War es damals auch schon so? Irgendwie ja, oder? Gut, diesmal drücke ich gar nichts. Ich klicke einmal, damit ich ins Game reingeklickt habe. Ja, toll. Weiter. Und hat sich wieder aufgehangen. What the fuck? Alt+F4. Was ist, wenn ich bei dem Game einfach eine scheiß Window Capture mache? Was ist, wenn ich eine Window Capture mache? Weil irgendwie die Game Capture scheint irgendwie ein Problem zu haben, anscheinend.
So, ich klicke jetzt einfach gar nicht. Und ich werde es einfach so. Okay, er hat instant, hängt er sich auf, sobald das Spiel auch nur ansatzweise startet. Gut, Trick 17. Default Game Capture weg. Window Capture. Dann hopp. Hopp, Window dann halt. Meine Güte. Okay. Hat das schon zu funktionieren oder was? Hopp. Automatik. Match Shuttle, okay, Capture Cursor, ja, okay. So, bitte nach unten ziehen. Weil ihr nämlich nur Sekundärsachen seid, die wieder weg können, sobald sie genutzt worden sind. Ach. Und das funktioniert jetzt, oder was? Okay, das ist. Oh, das sehe ich gerade das erste Mal. Das ist interessant. Ich habe auch nur die Szene und das Alert Overlay aktiv. Okay, gut. Eingetappt. Weiter. Die Forscher leckt irgendwie noch mehr als vorher. Hab ich da gerade ein Screen-Tearing-Ding drin gehabt? Keine Ahnung. Gut, versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Wenn das nicht klappt, dann ja. Ist das wohl ein Titel, den ich so nicht einfach aufnehmen kann? Dann muss ich mal googeln. Aber dann werde ich auch wahrscheinlich jetzt die Tage wieder aufnehmen. Oder morgen. Weil, aha, unter der Woche wollte ich eigentlich Genshin Gespräche aufnehmen in Inazuma. Stimmt, da war. Oh, ja, ich muss da schon rüber. Gut. Ja, ist klar, du bist schon hier. So, schlag mir wieder den Arm ab. Kann ich die Szene. Nein, kann ich nicht. Kann die Szene nicht überspringen. Gut. Kann es sein, dass die Szene auch einfach in der Vorschau nur so laggy wirkt, weil das nur 60 Frames sind? Und ich auf dem Hauptbildschirm halt mehr habe. Jetzt übrigens nur 88, 90. Ach, man sieht es ja sogar in der Aufnahme jetzt, oben rechts. Ist interessant, dass dieses komische Giftzeug sich so schnell vermehrt. Und ich möchte anmerken, das war eigentlich schon bis zum Oberarm. Ich glaube, wir haben es aber nur den Unterarm abgetrennt gleich. Kann das sein? Ja, doch nicht. Oh. Hab mich getäuscht. Okay, aber dann sind wir kein kompletter Roboter, wenn das Ding uns quasi einnehmen kann. Ey, das Spiel ist schon mal nicht abgestürzt. Ich habe nichts gesagt. Die Kontrolle außer Hand. Ende nach hoch. Nach hoch. Ja. 2011 klopft gerade an oder 2012. Hühnerbuden Ali, Hände nach hoch. War das 2011 oder 12? Ich glaube, es war 11. Könnte aber auch 12 gewesen sein schon. Hopp. Oh, jetzt erfährt man auch den Namen des Titels. Den Namen des Titels, ja. Nee, jetzt macht sogar Sinn. Den Namen des Titels des Spiels. Der Titel des Spiels. Egal. Und wir haben eine riesige mechanische Hand. What the hell? Müssten wir die nicht eigentlich hinter uns herschleifen jetzt? Wieso können wir die heben? Ich sag's noch. Proportionen sind so ein bisschen falsch. Ein kleines bisschen. Just saying. Jo, Kellerchen. Sieht aus wie die Robohand. Sag mir nicht, der Robotyp hat jetzt uns seine Hand geschenkt. Alte Sprinten. Was ist denn ein Sprintknopf überhaupt? Was ist denn Sprinten? Der ist schon mal Ausweichrollen. Okay, hier ist unsere kleine Hütte. Ja, cool, wenn ihr mir sagt, was Sprinten ist. Ach, RT sprinten. Aha. Kann ich nicht irgendwie. Ah, das kommt gleich erst noch offenbar. Okay. Würde eigentlich ganz gerne jetzt bis zum nächsten Savepoint spielen. Und dann die Aufnahme vorzeitig sogar beenden.
Aber warte mal, kann ich nicht einfach jetzt. Genau. Ja, ru oh, geh runter. X. Das konnten wir vorher nicht, oder was? Man spart mir jetzt das Außenrumrennen hier. Sehe schon. Die Ansätze werden mir gefallen. Böses lila Puss. Kann ich? Nein, kann ich noch nicht. Ich glaube, ich irgendwann sogar aber mal. X. Hat der Roboter alles unter sich zugezogen? Oder warum muss ich jetzt mir die ganzen Wege hier öffnen? Also, warte mal halt. Ich dachte, ich soll. Nee, nee, ich dachte, ich. Okay. Hab's verstanden. Ich soll da nicht unten drunter durch. Ich soll hier einfach oben rauf. Ja, da ist mein Safe Point. Ich guck nochmal hier in der Ecke. Und da hockt irgendjemand mit einem Schwert oder so. Gut, dann würde ich aber jetzt hier an dem Safe Point dann auch den Cut setzen. Ich weiß, 20 Minuten und nicht viel gemacht. Eigentlich gar nichts gemacht. Außer ein paar Abstürzen und WLAN. Aber ich muss dann die Aufnahme reingucken, ob das Ganze auch überhaupt flüssig läuft und alles. Pipapo. Und wie der Sound abgemischt ist. Ich denke mal, viel lauter wird es nicht mehr werden. Jetzt mal nochmal so als Sample nochmal die Rollen dazu. Als SFX, aber eigentlich sollte das passen. Ich meine, im Worst Case kann ich für mich selber ja immer noch den Sound leiser machen. Wenn es mich selber stört. Aber ich wollte gucken, dass ich meine Spiele mittlerweile auf 50% balancen kann. Damit es halt auch einigermaßen zum Discord eventuell passt. Gut, aber dann würde ich sagen, mache ich hier den Cut, wie erwähnt. Und ja, wir haben es jetzt auch schon 10:45. Vielleicht nehme ich heute noch eine kleine Runde auf. Wahrscheinlich aber erst die nächsten Tage dann. Ich weiß noch nicht, wie ich mit dem Spiel verharre. Ich denke mal, ich werde es auch erst dann hochladen, wenn ich es komplett aufgenommen habe. Damit ich quasi, ja, nicht mittendrin keinen Bock mehr habe. Wie bei gewissen anderen Spielen. Die ich aber nochmal irgendwann wieder aufgreifen werde und dann in gewisser Weise beende. Aber gut. Ich sag dann jetzt hier ciao und bis dann.